Amtsberg, Bündnis 90 Die Grünen. Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Fast eine Viertelmillion Menschen sind bei der Unteilbar-Demonstration für eine offene Gesellschaft auf die Straße gegangen. Tausende Menschen engagieren sich bei der Seebrücke, arbeiten in der solidarischen Flüchtlingshilfe oder unterstützen die zivile Seenotrettung. Sie alle wollen, dass Europa Verantwortung übernimmt. Verantwortung für Menschen, die vor dem Ertrinken bewahrt werden konnten und die in Europa einen Asylantrag stellen wollen. Und ja, Herr Kuffer, es mag sein, dass es vielleicht nicht die Mehrheit ist. Ich weiß es persönlich nicht. Aber ich finde, dass der Ausdruck der Zivilgesellschaft gerade in den letzten Monaten Grund genug ist, damit wir uns zumindest mit den Vorschlägen hier im Parlament befassen. Ich persönlich und auch meine Fraktion, wir finden, dieses Engagement ist notwendig. Es ist notwendig, weil es die europäischen Mitgliedstaaten in 4 Jahren nicht geschafft haben, eine gemeinsame staatlich finanzierte und organisierte Seenotrettung auf den Weg zu bringen, weil sie es bis heute nicht vermocht haben, legale, geordnete und sichere Wege für Menschen in Not zu schaffen. Die zivilen Seenotretterinnen und Seenotretter, das ist einfach sozusagen das Ergebnis des Ganzen, die füllen die Lücke, die das aktive Nichthandeln der europäischen Mitgliedstaaten hinterlässt. Und dafür sollten wir dankbar sein. Denn, und da möchte ich gerne noch meine Kollegin von der FDP, Frau Strack-Zimmermann, antworten, es ist ja nicht falsch, was Sie sagen, ja? Natürlich, was auf dem Mittelmeer passiert, hängt mit der Situation in Libyen zusammen. Und wir wissen um die Not der Menschen. Wir wissen auch, dass viele Menschen auf die Boote gezwungen werden. Wir wissen auch, dass Geschäft damit gemacht wird. Wir wissen auch, dass die libysche Küstenwache, die ja nicht eine feststehende Institution ist, sondern ein Zusammenschluss von Milizen, ihren Anteil dazu beiträgt. Nur was ist die Alternative? Und diese Frage müssen wir uns bei dieser Debatte immer wieder stellen. Es sind Menschen auf dem Mittelmeer, sie geraten in Seenot, wir können nicht einfach weggucken und sie sterben lassen. Und genau deswegen ist es uns einfach wichtig, in diesem Zusammenhang darüber zu reden, was können wir machen, weil es hört ja nicht auf. Ja, seit über einem Jahr geht es jetzt schon so, dass wir, sobald ein Schiff in Seenot geratene, ein Boot in Seenot ja, auffindet und Menschen rettet, die unsäglichen Diskussionen hier bei uns beginnen. Ja? Wer nimmt sie auf? Was passiert? Dann sind sie Tage und manchmal wochenlang auf offener See und Europa verhandelt sich zu Tode. So, und das ist eine Situation, die wir lösen wollen. Und dieser Antrag, Sie haben viel gesagt, warum das alles nicht geht, aber dieser Antrag ist ein Versuch, eine Lösung zu finden für genau diese Situation. Und das ist das Einzige, was wir hiermit erreichen möchten, dass wir darüber eine Debatte führen. Und wir können sie auch gerne anders führen oder weiterführen. Wir sind auch offen für andere Vorschläge. Das ist ein Weg und wir möchten diesen auch diskutiert wissen, in allem nötigen Respekt auch gegenüber den Menschen, die sich hier engagieren. Gegen die Praxis, wie sie jetzt gerade stattfindet, regt sich ja vermehrt zivilgesellschaftlicher Widerstand. Und mit Blick auf die Lage von Libyen, in Libyen, jetzt auch mit den neuen gewaltvollen Eskalationen, ist das auch alles ist es auch sehr nachvollziehbar. Immer mehr europäische Kommunen erklären sich zu sicheren Häfen und sogenannten Solidarity Cities. Neben den bis jetzt 54 Kommunen in Deutschland, und es werden ja immer mehr, haben sich auch Städte in Europa für die humanitäre Aufnahme von Geflüchteten erklärt, ja, Palermo, Valencia, Athen und Amsterdam zum Beispiel. Es ist Zivilgesellschaft, aber auch die lokale Politik, die damit auch der Bundesregierung den Spiegel vorhält, ja, deren Engagement bisher ja nicht zu einer Lösung geführt hat. Es ist Zivilgesellschaft, aber auch die lokale Politik, die Angebote macht, um dieses unwürdige Geschacher auf dem Mittelmeer endlich zu beenden. Und das ist das, was die Grüne Fraktion hier mit diesem Antrag zum Ausdruck bringen möchte und auch unterstützt. Wir haben Unterstützung aus dem Bundesrat bekommen derzeit, ja, wo auch die Solidarität, die europäische und auch der Paragraph 23 im Vordergrund steht. Aber ich gebe Ihnen auch recht, das ist natürlich nicht das Gesamtpaket der Lösung. Es ist auch klar, und das gehört zur Wahrheit dazu, ein rein nationales Engagement ist zu kurz gegriffen. Es braucht auf europäischer Ebene auch ein klares Signal zur Unterstützung der Kommunen. Ja, da reicht der bisherige Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds nicht aus. Und deshalb haben wir auch das in unserem Antrag aufgegriffen. Städte und Kommunen müssen dazu befähigt werden, eigenständig Aufnahmeprogramme auf den Weg zu bringen. Nur so kann aus der Bereitschaft der Kommunen, die wir sehr schätzen, auch tatsächlich handeln werden. Dankeschön.